Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier heute zusammengekommen, um quasi im Rahmen eines Projektseminars einen Podcast oder einen Videopodcast aufzunehmen zum Thema, wie Selbstreflexion die Teamarbeit unterstützen kann. Und das ist unser Thema. Unsere These wäre, sich selbst zu kennen hilft, Bedürfnisse zu kommunizieren. Und das kann, oder die Selbstreflexion kann dann dir selber helfen und auch deinem Team helfen oder dem Team generell helfen. Ja, ich würde einfach sagen, wir fangen mit der Arbeitsumgebung an. Wir sind ja Ja, hier wir heute sind, ganz fremd unterwegs. Sarah und ich, wir sind ganz dolle Arbeitsumgebungsmenschen. Wir fühlen uns hier in dieser Umgebung nur semi-wohl. Wir sind in der V-Box an der Universität Göttingen Ja. und es ist sehr warm hier drinnen. Es ist immer noch Sommer, es ist draußen eiskalt, aber hier drin Sind es merkt man davon nichts. mindestens 28 Grad und wir müssen den Lüfter ausstellen, damit der die Mikrofone nicht stört. Genau. Aber Arbeitsumgebung. Damit Arbeitsumgebung. können wir erstmal Was ist dir denn starten. am wichtigsten bei deiner Oh, Arbeitsumgebung? tatsächlich brauche ich ganz viel Ruhe. Ganz viel Ruhe, weil sobald ein Geräusch irgendwie um mich herum ist, das sich wiederholt, beispielsweise Bauarbeiten Oh, oder Bauarbeiten sind ganz schlimm. mein Hund, der die ganze Zeit bellt, wenn irgendwas vom Fenster rumrennt, krieg ich einen Föhn, das geht gar nicht. Und was mir auch richtig wichtig ist, ist die Aussicht. Ich gucke unglaublich gerne ins Grüne, so zwischendurch, um die Augen halt einfach zu entspannen, wenn man so lange auf den Bildschirm starrt. Ja, ich kann nicht direkt am Fenster sitzen, weil ich lasse mich dann richtig schnell ablenken. Also wie man merkt, wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen von Ja, ich weiß nicht, also die Arbeitsumgebung. Ruhe will ich irgendwie auch haben. Ich habe auch meine Kopfhörer mitgebracht. Die sind schon ziemlich alt. Da habe ich schon mal neue Polster drauf gemacht. Das ist Aber aber auch die haben, süß. ja, das ist so mein Kabelhalter und Sieht aus wie von Animal Crossing irgendwie. ja, das habe ich selber gehäkelt. Und jetzt ist das dann halt immer so da oben drauf und es sieht aus, als würde mir irgendwas aus dem Kopf wachsen. Aber die haben so Active Noise Cancelling. Und wenn ich zum Beispiel für längere Zeit in der Bib arbeite oder so, weil ich kann in der Bib ziemlich gut arbeiten, weil ich da wenig Ablenkung habe, brauche ich aber diese Kopfhörer, weil irgendjemand atmet laut oder unterhält sich oder raschelt mit irgendwas und das geht nicht. Also Kopfhörer auf und entspannende Musik leise an, damit irgendwas Dauerbescheid. Und Aber dann kann ich geht arbeiten. dir das nur mit auditiver Ablenkung so oder auch mit visueller? Also Weil visuell ist auch ganz, ganz schlimm. Also bei mir am Schreibtisch, ich habe zwar ganz viel so vor meinem Schreibtisch kleben, aber ich kann das Bild auch mal einblenden. ja, super, gute Idee. Aber das ist alles Dinge, die ich mal fürs Studium aufgehängt habe. Also zum Beispiel habe ich da ein Vokaltrapez hängen. Also ich studiere Philologie, deswegen habe ich in meinem ersten Semester eben Vokaltrapez lernen müssen und Sprachstufen lernen müssen und solche Sachen und auch Vokaltabellen und solche Sachen. Das hängt alles da und halt so kleine Post-its, wo dann draufsteht, wo ich in der Banking-App welches Handy ich auswählen muss, um die Bestätigung zu machen, seit Zwei-Faktor-Authentifikation nötig ist. Also solche kleinen Sachen. Ich muss sagen, ich kann das nämlich gar nicht. Ich habe mir, als ich eingezogen bin in meine Wohnung, so einen wunderschönen großen Schreibtisch gebaut. Und darüber ist auch ein Riesenregal und Ordner, Bücher, Bilder, alles Mögliche da drin. Einfach auch an Dekoration. Und ich benutze den nie. Ich habe einfach einen zweiten kleinen, super unergonomischen Schreibtisch vor meinem Fenster, weil ich es so genieße, zwischendurch einfach ins Grüne zu Ja, starren. aber sowas, also das sind ja so Sachen, die findet man erst raus, wenn man mal also alleine gelebt hat, wenn man immer so, Wenn man Fenster hat. genau, wenn man nie die Möglichkeit hat, sich selber einzurichten, sondern irgendwie so, ja, okay, irgendwie muss jetzt alles hier reinpassen, merkt man das nicht so. Und bei mir, ich habe ganz bewusst, also ich habe einen Wohn- und einen Schlafbereich und in meinem Wohnbereich steht eben mein Schreibtisch. Und ich bin ganz bewusst
nicht so ans Fenster gestellt, sondern eben vom Fenster weg. Mhm. Und zur Wand hin. Und ich sitze eben mit dem Rücken zu meinem restlichen Wohnbereich. Du damit kannst ich es dann einfach aus. Genau, damit ich, wenn ich in meinem Wohnbereich bin, nicht an Arbeit denke und auch nicht andersrum. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch ein großer Fan davon, meine Pausen und Arbeitsräume zu trennen. Das ist so wichtig für mich, ne? Während Corona war das ganz schlimm. Oh ja. Da fällt einem doch die Decke auf den Kopf. Ja. Aber das ist beispielsweise so der erste Punkt. Reflexion darüber, wo man am besten und am produktivsten arbeiten kann, ohne sich ständig ablenken zu lassen. Und aber auch, wo man richtig Kraft tanken kann, ja, wenn es denn darum geht. Ja, genau. Wo kann ich mich auch am besten entspannen? Auch nicht nur in der Pause, sondern auch nach der Arbeit. Was ist das für dich? Also ich bin früher sehr viel rausgegangen zum Spazierengehen. Ich wohne halt am Feld. Das heißt, ich habe halt die Tür aufgemacht, bin 2 Schritte gegangen und wumms stand ich in der Natur. Und das war ganz schön. Oder es ist auch immer, ich wohne ja immer noch da. Aber inzwischen setze ich mich häufiger wieder aufs Sofa und im Winter halt auch häufiger aufs Sofa und gucke halt in die andere Richtung. Das ist die andere Richtung vom Feld. Also andere so, Richtung als Schreibtisch. und ich gucke gern Filme und ich gucke gern Serien und ich spiele gern Spiele. Während Corona habe ich sehr viel mehr mit meiner PlayStation gemacht als mit meinem PC. Habe ich gar keine Kraft. Einfach, weil ich nicht am Schreibtisch sitzen muss. Ja, verstehe ich. Nee, also da geht es mir ganz anders. Also ich habe zwar ein Sofa und ich habe auch ein Wohnzimmer, aber ich nutze das nicht. Wenn ich Pause mache, koche ich oder ich bin draußen mit meinem Hund oder ich lese. Am liebsten natürlich draußen auf der Terrasse oder so. Ja gut, wenn ich Pause mache, muss ich keine Buchstaben mehr sehen. Ich meine, fair enough. Deswegen gehe ich raus. Ja, raus ist immer ganz gut. Ganz gut. Bloß kein Telefon. Ich weiß, wenn ich erstmal anfange, da zu scrollen, das ist ganz schlimm. Schlecht für die Augen. 2 Stunden vorbei. Und das auch. Das auch. Man wollte nur 10 Minuten Pause machen. Das ist definitiv so. Und ich bin auch ein großer Verfechter von Ordnung am Schreibtisch. Sowohl am Schreibtisch als auch in meiner Pausenumgebung, weil das gehört für mich genauso dazu, dieses visuell Aufreibende, womit ich überhaupt nicht umgehen kann. Also ich habe jetzt gemerkt, ich habe versucht, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Versucht? Ja, also ich habe so das Gröbste halt weggemacht und gemerkt, dass solange ich meine Tastatur noch benutzen kann und neben mich ein Glas stellen kann, das ist für mich ein ordentlicher Schreibtisch. Und da können halt noch 1000 andere Sachen rumfliegen. Also ich brauche auch, wenn ich zum Beispiel nachdenke oder so, brauche ich irgendwas zum in die Hand nehmen. Und also entweder habe ich einen Stift, mit dem ich klicke, oder eine Büroklammer, die ich auf und zu wiege und so. Ja, die ist bestimmt schon gebrochen, die erste. Hast du schon viele durch? Nee, ich hatte eine ganze Zeit so einen frische Clip. Weißt du, aus der so Küche? Ein Ding. Ja. Yeah. Und der war richtig alt, der war von Quelle. Oh. Aber der war richtig lose und der hat richtig angenehm so zugeklickt. Und der hatte an der Seite so Wellen, den habe ich kaputt gemacht über Corona hinweg, weil ich häufig in Online-Meetings dann da gesessen habe. Auf, zu. Mal gucken, wie weit ich ihn biegen kann. Apropos, du hast gerade schon was richtig Gutes angesprochen, und zwar Meetings. Ja. Kommunikation und Meetings. Da müssten wir vielleicht auch mal drauf eingehen, dass man ein bisschen reflektiert, was man da selber für Bedürfnisse hat, wie man mit anderen umgeht, wie andere mit einem umgehen, gerade wenn es irgendwie um Kritikfähigkeit geht. Vor allem, wenn man sich nur online kennt, ist es noch schlimmer. Definitiv. Weil man da irgendwie nicht mal zusammen Pause macht oder so und sich mal privat unterhalten kann. Aber ja, Kommunikationsstile sozusagen sind wichtig, um zu sehen, also erstmal, was will ich selber und wie kommuniziere ich gerne mit anderen. Wir könnten einmal das Manual to Me einblenden, was wir im Seminar mal ausgefüllt haben für uns selber. Also und da sind auch ziemlich unterschiedliche Ergebnisse bei herausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber was, glaube ich, allen so gefallen hat, war Feedback so zu verpacken, dass was Positives dabei ist.
Ich meine, es schadet nicht und man müsste auch nie, also man hat nie den Zwang, nur was Schlechtes hervorzuheben. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, ey, das, was du gemacht hast, gefällt mir total gut. Und es kommt auch häufig zu kurz. Also man kriegt häufig Feedback, gerade an der Uni. Also kriegt man häufig Feedback, so ja, ihre Arbeit ist ganz gut, aber. Und dann kommen alle Sachen, die falsch sind und dann ist das Meeting zu Ende und man denkt sich, ich weiß, es ist eine 1,3, aber trotzdem fühle ich mich jetzt richtig, als hätte ich richtig verkackt. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Also da hätte ich auch jetzt Anfang des, beziehungsweise Mitte des Semesters eine Meeting, wo ich dann hinterher so gedacht habe, wow, okay. Ich erinnere mich, das hattest du erzählt. Ja, das war ziemlich hart. Oh. Da war ich irgendwie auch traurig. Ja, das glaube ich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das... Und da hätte ich mir, also ich hätte mir einfach gewünscht, wenn sie... Wenn die Person, die mir Feedback gegeben hat, einfach am Ende nochmal gesagt hätte, aber sonst gefällt mir die Arbeit sehr gut. Also einfach... Das Sandwich. Genau, das Sandwich-Prinzip einzusetzen. Also die negative oder konstruktive Kritik in zwei schöne, warme, weiche Kissen einzupacken. Ja, das tut definitiv auch mal gut. Und... Ja, müssen wir über interkulturelle Kommunikation eigentlich noch sprechen, weil da treffen ja auch häufig mal Welten aufeinander. Da müsste man sich irgendwie nochmal mit beschäftigen. Ich glaube, es ist halt schon so ein Thema für sich. Ja, deswegen haben wir dafür heute keine Zeit. Ja, es tut uns leid. Aber ich glaube, wir können ziemlich viel darüber erzählen. Oh, oder? Ja, definitiv. Und ich glaube, wir kommen auch nochmal zum Punkt Kommunikation von Erwartungen, Motivation später. Aber vorher... geht es nochmal um uns selbst und zwar um Organisation und Lernstile. Ja, wie organisierst du dich denn am liebsten, Sarah? Oh, ich habe viel durch. Ich habe früher ganz, ganz fest versucht, irgendwie einen Kalender zu führen, einen Papierkalender. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat 2 Wochen gehalten und dann war das Ding irgendwo im Schrank, nie wieder angefasst. Ich habe so viele halbleere Kalender. Echt? Und ja, wirklich. Und inzwischen muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gerne digital unterwegs. Ich benutze Notion. Und das habe ich mir einmal eingerichtet. Das hat unglaublich viel Zeit gekostet. Das hat mich auch sehr viele Nerven gekostet. Ich hätte das Ding am liebsten an die Wand geschmissen. Aber inzwischen nutze ich es viel. Ich nutze es gerne. Ich kann es von jedem Gerät aus bedienen. Das ist natürlich praktisch. Ja, und ich schleppe nicht noch ein Ding mit mir rum. Noch ein Buch, noch ein Gerät. Und das muss ich sagen, hilft mir ungemein. Plus, das Tolle an Notion ist, du kannst halt die Elemente ständig verschieben, du kannst neue Sachen hinzufügen, To-Do-Listen, Deadlines, alles Mögliche. Und das, damit spiele ich schon gerne rum. Das ist schon, ist dann so ein holistischer Lebensplaner oder was? Also ich habe auch nicht nur für Uni, sondern auch fürs Private, für eigene Projekte und für Rezepte und alles Mögliche. Krass. Also ich hatte früher auch immer Papierkalender, das hat immer ganz gut geklappt. Aber als ich dann mit der Schule fertig war und von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich dann irgendwann das Problem, so normale Kalender sind mir zu eingeschränkt. Dann habe ich nach Planern gesucht und nach Planerstrukturen, die für mich funktionieren und ich habe nichts gefunden. Also ich hatte sehr lange auch in der Uni noch Kalender und dann kam Corona und während Corona haben Kalender einfach keinen Sinn ergeben. Ja. Weil ich hatte keine Termine. Ich hatte meinen Alltag. Und ich hatte natürlich so Hausaufgaben und so, aber dafür habe ich diesen Kalender einfach nicht genutzt. Ich hatte alle meine Seminarpläne auch an der Wand hängen, oh, um mich Gott. Rum und habe dann immer abgehakt, was ich gemacht habe. Und dann hat mich Anfang 2021 die Krise gepackt sozusagen und ich habe... voll on in Corona. Ja, genau, voll Corona-Zeit und... ich hatte so eine kleine Lebenskrise und ich musste 2 Hausarbeiten schreiben und für diese 2 Hausarbeiten, vor diesen Hausarbeiten hatte ich so Panik, es waren meine ersten Hausarbeiten im 3. Semester oder so und ich habe total Panik geschoben, weil alles online und ich wusste nicht, wie recherchieren und was recherchieren und was, wo es oben, wo es unten und dann habe ich mir ein leeres Notizbuch gekauft und meine eigene Planerstruktur gemacht. Ich denke, wir blenden das später. Ja, ich kann es dir aber jetzt hier so mal zeigen. Also ich habe hier einmal
meine Essensplanung. Das heißt, ich kann einplanen, was ich einkaufen muss, beziehungsweise ich kann das planen mit oder mit was planen, was ich schon da habe. Also wenn ich sage, okay, ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub, dann gehe ich nicht noch zweimal Gemüse einkaufen, weil das wird dann schlecht. Sondern ich sage dann, okay, ich habe noch Brokkoli übrig und dann mache ich halt was mit Brokkoli und dann wird der aufgebraucht. Dann habe ich hier halt, okay, so Sachen, die ich eventuell einkaufen muss. Deo, also meistens was ich aus der Drogerie brauche, also irgendwas, was ich nicht unbedingt im Supermarkt kriege. Und dann habe ich halt noch so eine separate To-Do-Liste, die nicht datumsgebunden ist sozusagen. Okay. Also hier in dem Beispiel speziell ist es jetzt alles auf meine Hausarbeit ausgerichtet. Und eben dann habe ich hier die andere To-Do-Liste hin. Also das Ding ist halt, ich bin flexibel damit. Ich kann mir jede Woche, also ich habe jede Woche dann auf zwei Seiten meine Termine, was ich vorhabe. Und ich kann, also das Einzige, was halt blöd ist, ich kann nicht so gut weit in die Zukunft planen. Ja. Und da benutze ich dann einfach einen digitalen Kalender. Also ich benutze immer mit dem Google-Kalender in Kombination eben mit Outlook und meinem Handy-Kalender, der eben Google irgendwie integriert ist. Ja, super. Ja. Das funktioniert für mich ganz gut, dass ich eben langfristig planen kann. Und wenn ich eben meine Kalenderwoche dann plane, dann setze ich mich hin, ich mache meine Struktur und dann gehe ich durch alle Termine, die ich schon habe und trage weitere ein, die ich eben vielleicht kurzfristig ausgemacht habe. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben uns verabredet, dass wir morgen Nachmittag ins Café gehen und dann trage ich das ein, weil dafür brauche ich mir jetzt keine Kalendererinnerung oder so einstellen. Ich hoffe nicht. Das weiß ich dann hoffentlich noch so und ich habe es dann halt einmal aufgeschrieben und dann bleibt es auch im Kopf. Super. Und ich bin damit eben relativ flexibel und sehr zufrieden. Und das ist das auch schon das zweite Buch. Das sieht auf jeden Fall sehr schick aus und du hast einfach perfekt übergeleitet ins nächste Thema und zwar sich etwas zu merken. Was bist du für ein Lerntyp? Ich bin ein total auditiver Lerntyp. Es ist ganz schlimm. Als ganz Mensch, der sehr viel lesen muss. Oh, okay. Ja, klar. Ich muss sehr viel lesen in meinem Studium. Und ich lese auch sehr gerne, so ist es nicht. Aber ich bin eben ein sehr auditiver Lerner. Das habe ich schon gemerkt als Kind. Ich habe viel lieber Hörbücher gehört als Bücher gelesen. Mhm. Und ich lese mir dann halt häufig meine Texte, ich lesen muss, laut vor, was halt nur zu Hause geht. Und unglaublich anstrengend ist. Und unglaublich anstrengend ist und auch dreimal so lange dauert, als würde ich sie einfach so lesen. Aber wenn der Text sehr, sehr wichtig ist, dann lese ich ihn eben sehr langsam im Kopf vokalisiert oder wirklich tatsächlich vokalisiert vor. Okay. Damit ich den Inhalt eben behalte, beziehungsweise dann kann ich mir teilweise den ganzen Text merken, Wort für Wort. Das ist nicht schlecht. Was für ein Lerntyp bist du denn? ich weiß es nicht. Ich glaube, das wechselt. Also je nachdem, was ich lerne, wenn ich mir Jahreszahlen, Vokabeln, sonstiges merken möchte, dann muss ich das alles per Hand mal aufgeschrieben haben und wahrscheinlich 100-mal mir selbst erklären. Einfach sowohl um diese Muscle Memory zu aktivieren, als auch eben sich das anzuhören. Ich höre gerne Vorlesungen, aber tatsächlich nur in Präsenz. Ich finde es ganz anstrengend, über irgendwie Laptop-Lautsprecher zu hören oder auch über Kopfhörer. Und das ist, glaube ich, so mein Weg, um das zu machen. Ich habe früher auch Vokabeln gelernt, indem ich sie einfach immer wieder aufgeschrieben habe. Und laut aufgesagt, ständig. So ein richtiger Drill. Das funktioniert für mich sehr gut. Ja. Aber ich muss sagen, Audiobücher finde ich richtig toll. Gerade weil man sich dabei bewegen kann. Für mich ist das Schlimmste. Und ich meine, ich lese auch sehr gerne. Ich muss auch in meinem Studium sehr viel lesen. Aber so 8 Stunden am Stück still sitzen, ich kriege die Krise. Ich muss mich bewegen. Ja, also bei mir ist es so hauptsächlich, ich muss nebenbei noch was anderes machen können. Also ich lese in meiner Freizeit fast gar nicht mehr, sondern ich höre nur noch Hörbücher,
während ich irgendwelche anderen Dinge machen, aber mache. Ich kann halt zwei Hobbys gleichzeitig machen, wenn ich das Hörbuch laufen oder habe. Und ja, da, gut, das geht nicht. Nee, nicht schreiben. Ach so, du meinst so, ja gut, das, ja, das auch. Das geht auch, ja. Aber ich kann zum Beispiel malen und gleichzeitig ein Buch lesen. Ja. Oder ein Buch anhören. Das ist, ich finde, das ist auch sehr wichtig zu wissen und für sich herauszufinden, was man braucht, um eben erfolgreich zu lernen, um erfolgreich zu arbeiten. Ja. Also sowohl was so die äußeren Umstände angeht, aber auch was man im Inneren einfach für sich, das klingt jetzt so esoterisch, aber was man im Inneren für sich braucht. Ich glaube, wenn man so Selbstreflexion macht, dann geht das ganz schnell in so Esoterisches über. Das meinen wir jetzt hier natürlich nicht. Nein, aber es ist eben wichtig, sich selber zu kennen und zu wissen, wie man selber funktioniert, um das auch kommunizieren zu können. Genau. Und das bietet ja natürlich auch die perfekte Grundlage für eine gute Teamzusammenarbeit. Genau. Tja, und da sind wir wieder bei Kommunikation. Ja, genau. Jetzt sind wir bei Kommunikation im Team angelangt. Und da haben wir auch sehr viel verschiedene Erfahrungen gemacht, glaube ich. Mhm, definitiv. Also es geht jetzt hier vor allen Dingen um die Kommunikation von gegenseitigen Erwartungen, auch Erwartungen ans Team. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte ganz fürchterliche Arbeitserfahrungen, wo mein Chef beispielsweise auch über die Maßen meine Grenzen überschritten hat und sich dessen nicht nur, also sich dessen bewusst war, aber aktiv ignoriert hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich meine, als Praktikantin oder als Werkstudierende bist du halt ziemlich machtlos in, ja, in einer gewissen Hinsicht. Und ich habe mich einfach nicht getraut zu sagen, nee, das geht nicht. Ich kann nicht noch mehr arbeiten. Ich brauche auch einfach mal im Jahr Urlaub, den ich nämlich nicht genommen habe, was auch nicht ganz so... Das ist nicht ganz koscher. Genau. Aber ich habe, also A, habe ich meine eigenen Erwartungen an den Job wohl nicht richtig kommunizieren können. Ja. Ich habe aber auch meine Grenzen nicht aktiv ziehen können. Ich habe einfach viel zu viel gearbeitet, weil ich dachte, oh, das muss ich ja können. Ich muss das aushalten, das ist mein Job. Mhm. Und ja. Ja, ich hatte schwierig. Wirklich also ein gegenteiliges Erlebnis. Und zwar, also ich habe auch ein schlechtes Arbeitserlebnis gemacht, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, weil das eben keine normale Arbeitsumgebung war. Aber danach habe ich eben auch ein Praktikum gemacht in einem Büro und mein Chef hat sich am Anfang mit mir hingesetzt und hat mich gefragt, ja, was hast du denn so für Erwartungen ans Praktikum? Was können wir denn dir für Aufgaben geben? Und das erwarten wir so von dir. Wir möchten nicht, dass das Kaffeekoch-Praktikum wird, sondern wir wollen, dass du was lernst über Arbeit im Büro, Arbeit im Stiftungswesen. Also ich habe in der Stiftung gearbeitet. Und wir möchten auch, dass du mit auf Events kommst und dich eben umsehen kannst und so siehst, wie unser Alltag so ist. Das ist nicht schlecht. Ja. Also ich muss sagen, und hauptsächlich sollte ich eben Recherchekraft sein. Das ist gut. Und ich glaube, mir ist da noch eingefallen. Ich glaube nicht nur, dass meine Erwartungen nicht richtig kommuniziert wurden. Ich glaube auch einfach, die Erwartungen, die sie an mich hatten, wurden falsch kommuniziert. Ja, das also, ist ganz wunderbar. So toll diese Startup-Kultur auch häufig ist, da ist halt auch viel mit Selbstmarketing dabei und das stimmt auch nicht. Selbstaufopferung. Ja, aber vor allen Dingen stimmt dieses Bild, was man in der Öffentlichkeit von sich und seinem Unternehmen aufbaut, nicht unbedingt mit der Realität überein, wenn man dann sagt, ja, du bist aber Teil des Teams, du solltest jetzt Interesse daran haben, dass wir nicht untergehen. Und natürlich habe ich daran Interesse, aber am Ende des Tages bin ich Angestellte. Werkstudentin? Ich bin Werkstudentin, ich bin Angestellte und das ist nicht meine Aufgabe. Ja gut, im Stiftungswesen ist es dann natürlich nochmal anders. Du hast auf jeden Fall irgendwie einen sicheren Job und du brauchst, du bist eben nicht auf dem freien Markt, du bist nicht in der freien Wirtschaft, sondern du hast eben dein Ziel Gemeinnützigkeit und da gibt es zwar schon also einen kompetitiven Aspekt, aber eben nicht so stark wie in der freien Wirtschaft. Das stimmt. Und mein Chef war absolute Spitzenklasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat also mit mir oder kurz vor mir hat auch eine andere Angestellte angefangen. Sie hat, glaube ich, im November oder im Oktober angefangen. Ich habe im November angefangen. Und sie war dann noch in der Probezeit und sie war vorher Freelancerin und er hat sie immer wieder ermahnt, sie soll nicht so lange arbeiten, weil eben ihm auch ihre Gesundheit am Herzen liegt. Weil wenn sie halt abends um 11 noch E-Mails schickt, kann sie auf keinen Fall
einen angenehmen, entspannten Abend gehabt haben und wenn sie halt morgens um 8 schon wieder da sitzt, Hat sie auch keine hat sie acht auch nicht Stunden unbedingt Schlaf genügend gehabt. geschlafen, Ja, genau. stimmt. Und das ist eben seiner Meinung nach war das nicht okay und die hat sich auch ein bisschen überarbeitet. Also die hat das nicht hingekriegt, das so zu machen, weil sie einfach so in diesem, das so gewohnt war als Okay. Freelancerin Ja, vorher, das verstehe ich. immer und überall zu arbeiten und auch in Urlaub den Laptop mitzunehmen. Und da hat er immer gesagt, das könnt ihr nicht machen, Leute. Ihr habt ein Diensthandy, ihr habt einen Dienstlaptop Und das ist am und das ist Wochenende am bitte aus. Wochenende aus, das nehmt ihr nicht mit in Ja. Urlaub. Und auch abends könnt ihr das auch einfach mal auf stumm schalten. Ja. So. Wie ist denn das bei dir, wenn du ohne Gruppenarbeit im Studium machst? Das ist ja wahrscheinlich für die meisten hier am interessantesten, weil es am häufigsten vorkommt. Wie ist das da, wenn du reingehst? Kommunizierst du die Motivation, diesen Kurs zu belegen, diese Prüfung abzulegen? Kommunizierst du Erwartungen und Grenzen klar? Vielleicht nicht super explizit bisher, aber auf jeden Fall unterhält man sich ja, gerade wenn man die Gruppe so häufiger sieht. Also ich habe jetzt eine Gruppenarbeit, die ich noch machen muss, bei der uns so seit ein paar Wochen klar ist, dass wir zusammenarbeiten werden. Und wir haben uns auch schon lang und breit darüber beschwert, was wir alles machen müssen. Oh, okay. Und dass wir ja nur eine Zusatzqualifikation machen und keinen Masterstudiengang. Also Ach so, ist da der Arbeitsaufwand nicht der entsprechend dem, was Arbeitsaufwand eure ist unglaublich Miete? hoch und wir sind alle sehr Motiviert. motiviert. Aber das ist ja auch irgendwas, worüber du dann irgendwie Kontakte Genau, und wir wollen Vertrauen eigentlich alle schieben nur die kannst. Credits haben und jetzt fließt halt das absolute Minimum rein. Ich hoffe, dass meine Dozentin das nicht sieht. Aber ich muss auch sagen, ich find das ganz wichtig, auch damit umgehen zu können, dass man in der Gruppenarbeit mit unterschiedlichen Erwartungen reingeht und sagt, ich kann nur so viel Zeit investieren, dass anders geht es bei mir nicht. Ja. Und dann muss man auch einfach Lösungen finden, nicht überall zu sagen, wir machen es 50-50, sondern ich bringe das mit, du bringst das mit. Und sich da einfach ein bisschen gegenseitig entgegenzukommen. Ja, und ich meine, wenn man sagt, okay, eine Person in der Gruppe braucht das jetzt unbedingt und braucht auch eine super gute Note oder was auch immer, weil sie ein anderes Modul eingeschrieben ist, das vielleicht viel wichtiger ist für die Person, dann bin ich auch die Erste, die sagt, ja, komm, dann hänge ich mich jetzt halt auch da rein, damit also wir alle eine gute Note, weil also man ist ja dann nicht nur eine Man Person, ist die nicht da nur, dann ja, davon profitiert, sondern stimmt. alle profitieren davon, aber dann ist die Motivation schon mal ein bisschen größer, Und da tatsächlich was zu machen. ich finde das auch unglaublich stark und gut, wenn jemand in eine Gruppenarbeit kommt und diese Selbstreflexion eben auch gemacht hat. Zu wissen, dass der andere weiß, was er oder sie Ja. braucht, hilft einfach dabei, Vertrauen zu fassen in die Gruppenarbeit und schürt eben auch so ein bisschen Team Spirit, ne? Ja, Team Spirit ist natürlich total wichtig. Oder womit wir beim nächsten Punkt wären. Und zwar, dass diese Kommunikation, also das Team einfach stärkt. Und auch man weiß, dass man den anderen vertrauen kann, wenn man einfach kommuniziert hat und weiß, wie die Leute ticken, weiß, wie die Leute eventuell auf Dinge reagieren. Aber auch gerade irgendwie Konflikten aus dem Weg zu gehen oder die sinnvoll zu beseitigen, Genau. hilft halt einfach, wenn man vorher kommuniziert hat. Wenn man vorher schon weiß, okay, Kommunikation ist auf dem Tisch, hier reißt mir keiner den Kopf ab, dann hat man auch we vielleicht weniger Hemmungen, Probleme anzusprechen, gerade wenn man vielleicht auch in der Führungsposition ist und das Ganze schon von Anfang an bestärkt und sagt, ja, wir reden jetzt darüber, was wir für Erwartungen haben und ich respektiere deine Erwartungen und du respektierst meine Erwartungen und wenn du ein Problem hast, dann kommst du sofort zu mir und wir reden darüber, bevor da irgendwas entsteht, was uns beiden schadet. Also ich finde, da muss man auch unglaublich offen mit umgehen und lernen, auch damit offen Ja, und das ist umzugehen. total schwierig, finde Auch ich. in Hierarchiestrukturen. Das Genau. ist unglaublich Das ist schwierig. unglaublich schwierig. Oh, ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht raus, aber ich
ich übe es und ich fand auch diesen Kurs jetzt sehr bereichernd, das zu sagen, ich habe eine feste Struktur, ich kann bestimmte Fragen an mich selbst stellen, aber auch an andere Personen und anhand dessen irgendwie beurteilen, wo wir auf einer Wellenlänge sind, wo wir irgendwie Ungleichheiten auch ausgleichen müssen. Und diese Routine zu haben, sich diese Sachen zu fragen, hilft natürlich auch für zukünftige Teamarbeiten eine gute Basis zu schaffen und das auch für jede Person an sich, nicht nur für dieses Team, sondern du gehst in das nächste Team rein und machst da eine Aufgabe und weißt, okay, ich starte mit diesem, also ich starte von diesem Ausgangspunkt aus und ich kann damit, also ich kann mit mir selbst offen umgehen und ich kann vielleicht andere da auch inspirieren, offener mit sich selbst zu sein. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ach, Dankeschön. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr noch weitere Informationen möchtet, könnt ihr die auf der Webseite sehen, www.co3learn.de, wenn sie einmal einblenden. Da findet ihr weitere Tools für digitales Zusammenarbeiten und Zusammenarbeiten generell. Mhm. Und wir freuen uns eventuell auf ein nächstes Mal. Ich hoffe doch. Ja? Tschüss! Ciao!